Hallo, Servus und Ahoi. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid oder genauer gesagt immer noch, denn ihr musstet ja eine ganze Weile auf ein neues Video warten. Erstmal wirklich ein riesiges Sorry dafür, aber es ist wirklich so, seit wir wieder zu Hause sind und seit wieder dieser ganz normale Alltag ist, ist einfach viel zu wenig Zeit für die Dinge, die Spaß machen oder auch wo so ich auch während der Weltreise natürlich eine Leidenschaft für entwickelt habe. Deswegen, es tut mir wirklich leid, dass ihr so lange warten musstet. Heute wird es jetzt um ein Thema gehen, wo wirklich die allermeisten nachgefragt haben. Und das ist die Frage, wie viel Geld wir denn jetzt am Ende wirklich für die ganze Reise ausgegeben haben. Ich muss zugeben, ich habe mich auch wirklich eine Weile davor gedrückt, das alles zusammenrechnen zu müssen. Denn ich bin nicht ganz so gut damit, so ein bisschen das alles aufzuschreiben. Deswegen hat mich das jetzt im Nachhinein doch sehr, sehr viel Mühe und Gehirnschmalz gekostet. Und ich bin auch mit Mathe nicht die Beste, deswegen ich habe dann extra noch Excel bemüht, um das alles zusammenzurechnen. War nicht mein liebstes Thema, aber ich kann natürlich verstehen, dass das für euch super spannend ist, was wir denn ausgegeben haben. Und ich kann schon mal so viel verraten, es gibt eine kleine Überraschung am Ende, vielleicht sogar zwei kleine Überraschungen, aber dazu gleich mehr. Für alle, die nicht von Anfang an dabei waren oder auch nochmal als kleine Erinnerung, gebe ich nochmal einen kurzen Überblick. Denn es war ja so, dass Markus und ich eine Innenkabine in der günstigsten Kategorie gebucht hatten. Die war ja so ungefähr 13 bis 14 Quadratmeter groß, ich glaube 13,5, um genau zu sein. Da kamen auch ganz, ganz, ganz viele Fragen zur Innenkabine, also ob wir die nochmal buchen würden und ob wir damit zufrieden waren. Und ich muss sagen, also ich würde es wirklich jederzeit wieder so machen. Uns war es ja wichtig, wirklich möglichst wenig Geld quasi für die Kabine und an Bord auszugeben, um einfach mehr Geld für die Ausflüge zu haben. Und das würden wir auch wirklich jederzeit wieder so machen. Wir waren mit unserer Kabine super zufrieden. Jetzt kann ich es ja sagen, wir hatten die Kabine 6365. Waren damit wirklich super happy, also es war auch überhaupt nicht laut. Viele andere hatten halt irgendwie auch Probleme mit Schiffsgeräuschen oder auch mit dem Wellengang. Das hatten wir wirklich fast gar nicht. Deswegen die Kabine kann ich wirklich nur empfehlen. Und wir würden es halt auch wirklich jederzeit wieder so machen, dass wir eine Innenkabine nehmen, um dann mehr Geld für alles andere zu haben. Wenn natürlich Geld keine Rolle spielt, ist klar, dann hätten wir auch lieber eine Balkonkabine gehabt. Aber ich meine, das wäre dann preislich wirklich das Doppelte gewesen oder so. Und das wäre es uns einfach nicht wert gewesen, denn da hätten wir wahrscheinlich nochmal 10 Jahre länger sparen müssen. Und unser Ziel war ja wirklich, die Reise jetzt zu machen. Das Einzige, was ich vielleicht beim nächsten Mal anders machen würde, ist für mich, weil ich einfach ganz gerne so ein bisschen Tageslicht habe, damit mein Körper weiß, es ist Tag, es ist Nacht. Fürs nächste Mal würde ich mir wahrscheinlich so eine Lampe kaufen, die ja dann so einen Sonnenaufgang simuliert. Das ist, glaube ich, ganz praktisch für alle, denen es auch so geht wie mir. Aber ansonsten waren wir mit der Innenkabine super zufrieden und auch der Platz hat wirklich komplett ausgereicht. Das hätte ich nicht gedacht, aber wir waren damit wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden und hatten mit nichts ein Problem. Also das kann ich wirklich uneingeschränkt empfehlen und dann auch quasi den Preis empfehlen, den wir auch bezahlt haben. Dann war es ja auch so, dass wir auf so ein paar Annehmlichkeiten dann doch nicht verzichten wollten, denn wir sind ja von München nach Hamburg mit dem Zug angereist, was echt ziemlich entspannt war. Aber je nachdem, wie viele Koffer man natürlich dabei hat, wird es dann doch ein bisschen komplizierter, denn man hat ja einfach nur zwei Hände. Und deswegen hatten wir uns dazu entschieden, jeweils einen Koffer auf der Hinfahrt und auch auf der Rückfahrt vorzuschicken mit Tefra. Das hat natürlich auch nochmal ein bisschen Geld gekostet, aber das würde ich auch im Nachhinein jederzeit wieder so machen. Denn das hat uns einfach wirklich nochmal ein bisschen Stress abgenommen und da haben wir dann das Geld auch wirklich gerne ausgegeben. Außerdem hatten wir auch beide ein Internetpaket, ich die kleine Social Media Flat und Markus, weil er ja arbeiten musste, die Internet Flat, die ja auch deutlich teurer war. Da wollten wir aber auf jeden Fall auch nicht drauf verzichten, dass wir halt schon so gewissermaßen mit unseren Leuten zu Hause in Kontakt bleiben können, Markus natürlich auch arbeiten kann. Das hat ja so semi-gut funktioniert, aber das ist nochmal ein anderes Thema für sich. Da kann ich auch in einem anderen Video nochmal mehr zu sagen. Heute soll es ja wirklich ums Geld gehen. Deswegen würde ich sagen, lasst uns doch mal reingucken, was wir für was ausgegeben haben. Bevor wir loslegen, noch zwei Infos vorweg. Denn ich habe mir wirklich während der Reise kaum Notizen gemacht zu dem, was wir ausgegeben haben. Im Nachhinein hätte ich das anders machen sollen, aber im Nachhinein ist man ja auch immer schlauer. Deswegen ist die Auflistung jetzt wirklich eher als grobe Übersicht zu verstehen. Es ist nicht auf den Euro genau, aber es gibt euch auf jeden Fall einen Einblick, was wir so in unserer Preiskategorie, sag ich mal, ausgegeben haben und wie günstig das vielleicht auch geht. Also ich glaube, das wird auch eine Überraschung für viele sein.
Und es ist auch so, dass ich jetzt wirklich geguckt habe, was habe ich denn ausgegeben, welche Ausflüge habe ich gemacht, welche Souvenirs habe ich mir gekauft. Denn es ist ja so, bei Markus, der hat ja so zum Beispiel auch nochmal für 400 Euro Brote und sowas gekauft. Also ich habe wirklich geguckt, wie viel habe ich ausgegeben, denn sonst wäre es doch sehr kompliziert geworden. Und so wisst ihr wirklich, so, das waren die Kosten für eine Person auf der gesamten Reise. So, ich würde sagen, lasst uns erstmal mit den Basics beginnen. Damit meine ich unter anderem den Reisepreis und natürlich auch sowas wie Versicherung, Impfung und so weiter. Das darf man natürlich nicht vergessen. Das kostet auch Geld. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Markus und ich, wir hatten ja pro Person 13.500 Euro ungefähr bezahlt. Das war auf den Tag gerechnet ungefähr 115 Euro, was ich wirklich super okay finde, wenn man bedenkt, dass wir wirklich Vollpension hatten. Wir hatten den Transport, wir hatten die Unterkunft. Das muss man in einem anderen Urlaub erstmal hinkriegen. Deswegen, ich finde so, dass dieses Vorurteil, oh Gott, Kreuzfahrt, Weltreise, das muss unfassbar teuer sein, dass es damit auf jeden Fall schon widerlegt. Ich glaube, dass diese Weltreise, da haben sie die Preisstruktur schon ein bisschen angepasst, also weil bei uns waren ja wirklich die Sprünge von der Innenkabine zur Außenkabine schon so exorbitant riesig. Deswegen, ich glaube, sie haben es jetzt ein bisschen anders strukturiert, sag ich mal. Aber wie gesagt, wir haben noch pro Person 13.500 Euro bezahlt. Ein Posten, den ich jetzt hier nicht so richtig mit aufgenommen habe, sind diese ganzen Sachen, die wir uns vorher noch für die Reise angeschafft haben. Also es war ja zum Beispiel diese kleine Wäscheleine, die ich gekauft hatte für die Kabine. Dann noch diese Klappkörbe. Wir hatten noch die GoPro gemietet und so weiter. Da muss ich zugeben, dass ich einfach wirklich nicht mehr genau weiß, was es gekostet hat. Die GoPro hatten wir ja auch gemietet. Also die haben wir nicht gekauft, die haben wir dann wieder abgegeben. Dann hatten wir natürlich auch nochmal irgendwie eine SD-Karte und so weiter gekauft. Also das ist jetzt hier alles nicht mit eingerechnet. Das war aber auch wirklich jetzt keine Riesensumme, die wir da ausgegeben haben. Das waren pro Person maximal 100 Euro, würde ich sagen. Und gerade bei diesen ganzen Klappkörben und so weiter, da haben wir auch ganz viele Sachen, die wir auch jetzt einfach noch benutzen. Also das war dann auf gar keinen Fall verschwendet, sag ich mal, für die Reise, sondern das sind wirklich auch Sachen, die wir dauerhaft noch benutzen können. Aber wie gesagt, wir waren da so mit 100 Euro pro Person ganz gut unterwegs. Ich hatte ja auch noch eine Reisetasche gekauft. Auch die kann ich jetzt noch benutzen. Abgesehen davon hat die irgendwie 10 Euro bei Aldi gekostet. Also wie ihr seht, wir hatten da wirklich im Vorfeld nicht die Riesenkosten. Deshalb wirklich mit 100 Euro, würde ich sagen, sind wir da ganz gut in dieser Rechnung aufgehoben. Dann kam noch die Versicherung dazu. Die hatten wir direkt über AIDA gebucht. Die hatten eine Kooperation mit der Hanse Merkur und damit waren wir auch wirklich super zufrieden. Wir haben pro Person ungefähr 640 Euro bezahlt und es war ja auch ganz viel Diskussion, wie sich dieser Preis zusammensetzt, denn da sind wirklich sehr, sehr große Unterschiede. Wir haben da auch erstmal ein bisschen gerätselt, aber es ist wirklich so, der Preis für die Versicherung orientiert sich an dem Reisepreis und es macht auch wirklich einfach nur Sinn, denn wenn wir uns jetzt mal überlegen, wir haben eine Balkonkabine, die XY kostet und dann wird sich natürlich die Versicherung an dem Preis orientieren, denn nehmen wir mal an, wir haben einen Unfall, wir müssen nach Hause oder wir müssen irgendwie im Krankenhaus versorgt werden, Reiseabbruch und so weiter. Da ist natürlich die Frage, was ist denn der Reisepreis, der versichert werden muss, und daran orientiert sich dann auch die Versicherung. Bei uns war es jetzt ziemlich günstig, dadurch, dass natürlich auch unsere Reise verhältnismäßig günstig war, aber das orientiert sich dann wirklich daran, welche Kabine habe ich und wie ist da der Preis. Dann hatten wir noch Impfungen, da hatten wir uns ja beide noch gegen Gelbfieber impfen lassen, was ich auch wirklich empfehlen würde. Es ist, glaube ich, so, dass man ab einem gewissen Alter keine Gelbfieberimpfung mehr machen darf, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube, das ist so 60 plus rum, deswegen SeniorInnen werden da wahrscheinlich sich nicht mehr impfen lassen können oder dürfen. Bei uns war das jetzt aber noch so und wie gesagt, das würde ich allen jüngeren Personen auch auf jeden Fall empfehlen. Dann hatte Markus noch eine Hepatitis-Impfung, ich hatte irgendwie auch noch eine Hepatitis-Impfung. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr genau daran erinnern, ich habe nur noch die Rechnung gefunden und es waren bei mir knapp 120 Euro, also da kommt auch wirklich nochmal was zusammen, je nachdem, gegen was man sich impfen lassen möchte. Das ist aber auf jeden Fall gut angelegtes Geld, also spart bitte nicht an den Impfungen, damit ihr auch ganz heile und gesund wieder nach Hause kommt. Dann hatten wir, wie gesagt, noch Tefla gebucht pro Person, eine Tasche auf dem Hinweg und auf dem Rückweg. Das waren dann insgesamt 90 Euro pro Person, die wir aber auch wirklich jederzeit wieder ausgeben würden. Und das Internetpaket hatte ich auch schon im Vorfeld gebucht. Wirklich, sobald das online war, habe ich das direkt gebucht, weil ich ja wusste, dass wir darauf angewiesen sind. Das waren für mich mit der Social Media Flat 230 Euro. Aber wirklich, ich war damit eigentlich wirklich nicht zufrieden. Also ich würde es auch niemandem empfehlen. Wenn ich es jetzt nochmal machen würde, würde ich mir wahrscheinlich eher die Gigabyte-Pakete buchen, denn da bezahlt man wirklich nur dieses Internet, was man wirklich benutzt. Bei uns war das
sehr oft sehr gedrosselt. Also ich habe bei Markus gesehen mit der Internetflat, der hatte sehr oft sehr viel besseres Internet als ich. Bei mir war das so, ich konnte eigentlich 4 Monate lang mir keine Bilder, keine Videos, kein gar nichts auf Instagram anschauen. Und es war sogar so, dass ich nicht mal die Profilbilder von den Menschen, mit denen ich geschrieben habe, anschauen konnte. Also so war die Situation. Und das wäre mir das Geld dann auf jeden Fall nicht nochmal wert. Deswegen, da würde ich mir dann eher ein Gigabyte-Paket holen, wo ich wirklich weiß, ich bezahle nur das, was ich auch verbrauche und kann dann auch wirklich das ungedrosselte Internet benutzen. Und damit kommen wir langsam zum Eingemachten, würde ich sagen. Ich habe jetzt hier für alle Hafentage, alle Städte, alle Länder 5 Kategorien bei Excel angelegt. Das waren einmal Ausflüge, dann Fahrtkosten, die wir vor Ort hatten, außerdem Essen, Souvenirs und Internet. Denn wir haben uns ja auch an Land immer nochmal Internetpakete dazu gebucht über die App Eralo. So konnten wir dann auch an Land Apps wie Uber zum Beispiel benutzen oder auch Google Maps, was uns natürlich vor Ort super viel weitergeholfen hat. Genau, und dann könnt ihr vielleicht ja schon mal in der Zwischenzeit ein bisschen raten oder euch Gedanken machen, was ihr denkt, was wir in welcher Kategorie ausgegeben haben. So, und da muss ich jetzt hier einmal ganz weit runterscrollen, denn wir hatten ja insgesamt doch, glaube ich, 40 oder 41, 42 Tage, die wir insgesamt an Land waren, die wir schön damit verbringen konnten, Ausflüge zu machen oder einfach vor Ort die Stadt zu erkunden. Und da kann ich euch jetzt mal erzählen, was wir insgesamt in den 5 Kategorien ausgegeben haben. Wie gesagt, das ist nicht auf den Euro genau. Ich runde jetzt hier mal ein bisschen auf oder ab, damit es für euch auch einfach vorstellbarer wird und ich jetzt hier nicht die ganze Zeit nur Zahlen vorlese. Aber in der Kategorie Ausflüge haben wir insgesamt ungefähr, wie gesagt, 1300 Euro ausgegeben. Ich hatte damit gerechnet, dass es viel, viel mehr ist. Man muss dazu aber auch sagen, dass wir zum Beispiel auch auf der Osterinsel ja einen sehr, sehr teuren Ausflug gebucht hatten. Der hätte, glaube ich, irgendwie 300 oder 400 Euro gekostet. Der ist natürlich weggefallen, weil wir auf der Osterinsel nicht an Land gehen durften. Also das ist zum Beispiel schon mal das Geld, was halt hier fehlt, weswegen ich 1300 Euro echt nicht so viel finde. Dann in der Kategorie Fahrtkosten, dazu zählt jetzt jede Taxifahrt, die wir gemacht haben, wo wir zum Beispiel auf Moria oder so an den Strand gefahren sind oder halt auch die ganzen Uber-Kosten, die wir hatten. Und wir hatten uns ja ab und zu auch einen Mietwagen genommen. Das haben wir versucht immer durch alle zu rechnen, die daran irgendwie beteiligt waren. Deswegen auch hier, das ist dann wieder nicht auf den Euro genau, aber ungefähr, bin ich hier drauf gekommen, 290 Euro insgesamt. Lasst es 300 sein, aber so habt ihr einen guten Überblick. Wir sind ja zum Beispiel in so Städten wie Rio, sind wir den ganzen Tag mit dem Uber durch die Gegend gefahren und da hat ja wirklich die Fahrt pro Person am Ende immer nur 2 Euro oder so gekostet. Deswegen finde ich auch hier, dass die Kosten wirklich sehr überschaubar sind und wir wären wahrscheinlich sehr, sehr viel teurer weggekommen, wenn wir immer Taxen oder sowas vor Ort genommen hätten. Deswegen, also wie gesagt, diese 290 bis 300 Euro haben wir für Fahrtkosten vor Ort ausgegeben. Dann haben wir noch die Kategorie Essen. Auch da haben wir wieder nicht so wirklich viel ausgegeben. Ich bin hier auf ungefähr 350 Euro gekommen. Wobei wir sagen müssen, also in Kapstadt waren wir ja in dem La Colombe, diesem Sterne-Restaurant essen. Allein dafür ist schon ungefähr die Hälfte hier draufgegangen. Also da haben wir also ungefähr 130 Euro mit Getränken pro Person bezahlt. Und ansonsten, ihr wisst ja, wie das ist. Man kauft sich dann vor Ort mal irgendwie ein Eis oder mal noch einen Snack. Wir waren in Buenos Aires auch Steak essen, das war relativ teuer. So kommt das dann zustande. Aber es ist ja meistens so, man ist dann wirklich auf dem Schiff, nimmt sich höchstens nochmal irgendwie einen Apfel oder sowas mit und an Land isst man dann gar nicht mehr so viel. Deswegen auch die Kosten für das Essen in den 4 Monaten an Land finde ich mit 350 Euro wirklich sehr überschaubar. Dann in der Kategorie Souvenirs bin ich auch wieder relativ günstig bei weggekommen, würde ich sagen. Das ist ja auch ein sehr individuelles Thema, also wirklich wie viel man dann vor Ort noch kaufen will. Auf so einer Weltreise kauft man ja vielleicht auch mal irgendwie noch das eine Souvenir mehr oder weniger, als wenn man jetzt irgendwie 2 Wochen nach Malle fährt. Ich bin jetzt hier mit allem drum und dran auf 200 Euro ungefähr gekommen und finde das echt ganz überschaubar. Ich muss aber auch sagen, dass ich echt nicht so viel ausgegeben habe, wie ich hätte können. Ich habe ja mal in Australien habe ich ein paar T-Shirts gekauft, dann habe ich mir auf Teneriffa irgendwie eine neue Handtasche gekauft. Mein größter Kostenpunkt waren auf jeden Fall Postkarten in dieser Kategorie, so viel kann ich euch verraten. Aber deswegen, ich finde 200 Euro ist da sehr überschaubar. Wir haben ja auch viele Magneten und so gekauft. Also das hat sich auf jeden Fall auch gelohnt, aber ich habe da keinen Euro zu viel ausgegeben, würde ich sagen. Zuletzt haben wir dann noch die Kategorie Internet. Wie gesagt, da hatten wir das meiste über Eralo gebucht, was ich auch echt empfehlen kann. Da gibt es aber auch andere Apps. Guckt euch da einfach mal um, was für euch vielleicht am besten funktioniert.
In Französisch-Polynesien hatten wir uns vor Ort noch eine SIM-Karte geholt, also wirklich eine physische, die wir dann neu einbauen mussten. Die hat ungefähr 30 Euro, glaube ich, gekostet, oder 30 Dollar besser gesagt, für 9 Gigabyte, wenn ich mich richtig erinnere. Aber auch wieder da, nagelt mich nicht drauf fest, das ist nur das, woran ich mich erinnere. Das haben wir natürlich auch bar bezahlt. Und so kommen wir in der Kategorie Internet an Land nochmal auf ungefähr 90 Euro, also ich für mich. Ich hatte aber auch dann teilweise nicht immer noch ein Paket dazu gebucht, weil ich mir immer so dachte, ich brauche es nicht, wir sind eh nur auf dem Ausflug. Aber ich glaube, Markus ist vielleicht auch so um die 100 Euro hingekommen, aber dann wisst ihr so grob, wie viel wir da an Land noch ausgegeben haben. So, und wenn ich mich jetzt nicht ganz verrechnet habe hier in meinem ganzen Excel-Universum, dann kommen wir für die ganzen Posten, also wie gesagt in meinem Fall, auf ungefähr 2250 Euro, was ich echt krass überschaubar finde. Also ich dachte wirklich, dass wir viel, viel, viel mehr ausgeben. Und ich habe auch so ein bisschen überlegt, woran kann das denn liegen oder habe ich wirklich einfach irgendwie total was vergessen? Aber es ist so, wir haben ja vorher ungefähr durchgerechnet, was wir denken, was wir ausgeben, einfach damit wir auch wissen, mit was können wir kalkulieren und so weiter, weil ich meine, das Geld ist am Ende ja auch nicht unendlich verfügbar. Und es war so, dass wir halt für den Tag an Land ungefähr mit 100 Euro gerechnet haben. Das war auch so das, was meine Mutter mir meinte. Wie gesagt, die ist ja voll der AIDA-Profi, deswegen habe ich mich da auch so ein bisschen auf sie verlassen, wie das ihre Einschätzung so ist. Und es war jetzt aber, wenn ich alles so durchrechne, kommen wir auf ungefähr 50 bis 60 Euro pro Landtag. Und damit liegen wir natürlich im Durchschnitt weit unter dem, wovon wir ausgegangen sind. Weshalb ich hier echt positiv überrascht bin, dass es am Ende echt doch gar nicht so viel war wie gedacht. Was ich dachte, was für euch ganz interessant sein könnte, sind so die teuersten Tage, die wir während der Weltreise hatten. Da bin ich mal so ein bisschen durch die ganzen Zahlen gegangen, wobei ich mich eigentlich auch ganz gut erinnern kann, wo wir am meisten Geld gelassen haben. Deswegen hier mal so unsere Top 3, wo wir am meisten Geld ausgegeben haben. Und da ist auf Platz 1 definitiv Kapstadt. Da haben wir so um die 200, 210 Euro pro Person für den Tag ausgegeben. Da kann ich euch die Folge auch nochmal unten verlinken, denn ich fand unseren Tag in Kapstadt wirklich wunderschön und würde den auch jederzeit wieder so machen. Wir waren ja leider nur einen Tag da, mussten auch wirklich also alle Highlights reinpacken. Da war es ja so, wir hatten für den Hop-On-Hop-Off-Bus-Tickets gebucht. Das hat so 25 Euro ungefähr gekostet. Dann waren wir ja am Boulder Beach, wir waren in Camps Bay was essen, wir waren abends in dem La Colombe ganz, ganz toll essen. Also das war wirklich ein rundum perfekter Tag. Und wir dachten schon, dass es sehr, sehr, sehr stressig wird, weil ja auch unsere Liegezeit ein bisschen nach vorne korrigiert wurde. Aber am Ende war es wirklich rundum perfekt und ich würde den Tag auch jedem so empfehlen, wenn ihr so ein bisschen Bock habt, ein bisschen was zu sehen, aber auch so ein bisschen von der Kulinarik mitzunehmen. Also das kann ich wirklich nur empfehlen. Dann so der zweiteuerste Tag, das muss so in Puerto Montt gewesen sein. Vielleicht erinnert ihr euch auch da waren wir raften, was wirklich ein super geiles Erlebnis war. Also das kann ich auch nur empfehlen. Da war es ja so, wir hätten das gerne selber gebucht gehabt, direkt vor Ort bei einem Anbieter. Das hat aber mit unseren Liegezeiten einfach nicht funktioniert. Deswegen haben wir das am Ende direkt über AIDA gebucht. Das war dann natürlich sehr viel teurer. Hat pro Person 160 Euro, glaube ich, ungefähr gekostet. Es hat sich aber einfach wirklich gelohnt. Also das kann ich auch so sagen, das war ein rundum perfekter Tag und das würde ich so auch jederzeit wieder machen. Da war das Geld auf jeden Fall gut angelegt. Und so der drittteuerste Tag, muss einer unserer Safari-Tage in Port Elizabeth gewesen sein. Da haben wir so 130 Euro ungefähr am Tag ausgegeben. Aber wir waren ja wirklich an den zwei Tagen, wo wir in Port Elizabeth waren, waren wir für 24 Stunden wirklich nur auf Safari. Und auch das hat sich sehr gelohnt. Und wenn ihr vielleicht auch schon mal so ein bisschen geguckt habt, was kostet denn Safari, werdet ihr feststellen, dass 130 Euro wirklich ein Schnapper ist. Also auch das kann ich euch nur empfehlen, so wie wir das gemacht haben. Das war selbst organisiert, sehr, sehr viel günstiger. Und auch 130 Euro, finde ich, ist ja für so einen tollen Tag dann auch wirklich sehr überschaubar. Und im Gegenzug zu den ganz teuren Tagen, die ich euch ja gerade erzählt habe, hatten wir einfach auch wirklich viele Tage, wo wir nahezu gar nichts ausgegeben haben. Das war dann zum Beispiel in Mindelo ganz am Anfang der Reise, wo Markus und ich ja auch relativ spät von Bord gegangen sind. Wir sind nur ein bisschen durch die Stadt spaziert, haben uns da ein bisschen umgeguckt, waren am Strand in so einer Strandbar und haben jeder eine Fanta getrunken. Und das hat umgerechnet irgendwie nicht mal einen Euro pro Person gekostet. Also wie ihr seht, es gab auch einfach Tage, die wirklich den Durchschnitt
sehr nach unten gezogen haben. Dann gab es zum Beispiel auch andere Tage, wie in, lasst mich mal kurz gucken, in Lissabon zum Beispiel. Da bin ich auch nur durch die Gegend gestromert, zu Fuß, habe mir ein paar Postkarten gekauft, mir irgendwie nochmal ein Eis auf die Hand gekauft. Da ist man dann mit 10 Euro auf jeden Fall auch super günstig dabei. Und solche Tage hatten wir halt wirklich öfter. Also zum Beispiel auch in Recife, vielleicht erinnert ihr euch daran noch, da hatten wir uns in einer großen Gruppe immer einen Uber geteilt, sind dann da auch durch Olinda spaziert, haben uns jeder noch ein Eis geholt und da ist man dann mit maximal 10 Euro auch wieder gut dabei. Also ihr seht, es muss nicht immer teuer sein, um wirklich einen tollen Tag zu haben. Ich glaube, am Ende macht es wirklich die Mischung, dass man immer mal einen super krassen Ausflug hat, wo man dann auch wirklich sich das Geld das kosten lässt. Und andererseits hat man dann einfach Tage, wo es wirklich genug ist, durch die Gegend zu spazieren, sich irgendwie mal noch ein Eis auf die Hand zu holen und einen Magneten zu kaufen. Und dann hat man trotzdem einen perfekten Tag. Also ihr seht, es muss nicht immer teuer sein. Und zu guter Letzt, was natürlich auch ein wichtiger Kostenpunkt ist, ist die Bordrechnung am Ende. Da sind wahrscheinlich auch ganz viele von euch gespannt, wie viel mussten wir dann am Ende nochmal berappen. Und auch das ist vielleicht eine große Überraschung, denn das hat sich bei mir auch sehr, sehr, sehr in Grenzen gehalten. Also bei mir war es so, ich hatte tatsächlich am Ende summa summarum ungefähr 70 Euro auf meiner Bordrechnung. Das hatte aber mehrere Gründe, das kann ich euch jetzt auch erklären. Und zwar ist es nämlich so, dass meine Mutter, ich hatte ja während der Reise, bin ich 30 geworden und meine Mutter dachte, was schenkt sie mir denn Cooles? Und die hat mir dann ein ganz cooles Geschenk gemacht und mir nämlich Aktienanteile von Carnival geschenkt. Da ist es so, dass man je nach Reiselänge bekommt man Bordguthaben für seine Aktienanteile. Und das waren jetzt auf der Weltreise für mich 200 Euro. Und das ist natürlich schon mal Geld, was sehr, sehr, sehr gut angelegt ist und was auch, wenn man relativ sparsam ist, wirklich eine Weile anhält. Deswegen waren es bei mir dann am Ende ungefähr 270 Euro quasi, die ich an Bord noch ausgegeben habe, um mal einen Kaffee zu trinken, um mal irgendwie noch abends ein Bierchen zu trinken. Aber wie gesagt, 270 Euro, nochmal minus die 200, die ich sowieso an Bordguthaben hatte. Und so war dann wirklich am Ende nur 70 Euro. Das war für mich ein sehr schönes, eine sehr schöne Überraschung, weil ich hatte mit deutlich mehr gerechnet. Aber ich habe ja auch schon öfter gesagt, dass wir wirklich sehr sparsam waren. Wir hatten auch kein Getränkepaket, haben wirklich versucht, irgendwie immer zu den Mahlzeiten viel zu trinken. Dann hatte ich ja auch noch immer den lieben Kunal von der Schonkostbar, der mir auch immer noch einen Chai Latte gemacht hat, der natürlich auch umsonst war. Deswegen, also da bin ich auch relativ günstig weggekommen. Und für alle, die jetzt gut aufgepasst haben, kommt jetzt quasi die Gesamtkostenabrechnung. Ich glaube, da können wir mal einen kleinen Trommelwirbel machen. Vielleicht blende ich den dann noch ein. Und zwar ist es dann mit allem drum und dran, also wirklich auch mit Internet, mit auch dem, was wir vorher noch gekauft hatten, grob eingerechnet, mit wirklich allem, kommen wir auf ungefähr 17.200 für mich. Was ich sehr, sehr viel günstiger finde, als ich dachte. Weil ich hatte ja immer mit 20.000 ungefähr gerechnet. Und das war auch für mich so eine runde Sache, wo ich dachte, ja, das ist okay für eine 4 Monate Weltreise. Und dass ich jetzt wirklich noch so viel günstiger weggekommen bin, ist für mich auch wirklich eine Überraschung, weil ich einfach nicht damit gerechnet hatte. Also ihr seht wirklich, so eine Reise ist nicht unendlich teuer, man kann das wirklich machen. Und es ist ja auch so, dass wir wirklich an Ausflügen, wir haben eigentlich nirgendwo gespart. Wir haben immer gemacht, was wir machen wollten. Wir haben uns auch vor Ort nochmal was gegönnt, wenn wir da Lust drauf hatten. Haben halt versucht, einfach die Kosten relativ gering zu halten, wo es nicht nötig ist. Also zum Beispiel dann an Bord zu essen, statt irgendwie an Land essen zu gehen. Aber das ist ja irgendwie auch klar. Deswegen 17.200. Das nehme ich jetzt mal so mit und bin sehr froh. Frage mich allerdings, wo dann das restliche Geld abgeblieben ist, mit dem ich gerechnet hatte. Ich würde mal sehr, sehr, sehr gespannt sein, was ihr zu diesem Reisepreis denkt. Also habt ihr mit mehr gerechnet? Was sagt ihr dazu? Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen, denn ich würde sehr, sehr gerne mit euch darüber diskutieren, was ihr dazu denkt. Ja, ich würde sagen, der sehr viel günstigere Reisepreis war jetzt auf jeden Fall die erste große Überraschung. Da bin ich auch sehr froh, dass ich mich nochmal hingesetzt und das alles zusammengerechnet habe. Ich dachte ja wirklich, ich komme am Ende auf jeden Fall bei den 20.000 Euro, wenn nicht sogar mehr bei raus. Und bin deshalb jetzt auch wirklich selber komplett positiv überrascht, dass es doch weniger ist als gedacht. Ja, und ich habe ja schon gesagt, ich habe eventuell noch eine zweite kleine Überraschung für euch. Und da freue ich mich wirklich unheimlich, die jetzt mit euch zu teilen. Wer mir auch auf Instagram folgt oder auch mein letztes Video gesehen hat, der weiß ja, dass ich die ganze Zwischenzeit genutzt habe, um an einem Reisetagebuch über diese gigantische Weltreise zu arbeiten. Mein großer Traum war es sowieso schon immer, mal ein Buch zu schreiben und ich dachte, jetzt ist wirklich die Gelegenheit einfach perfekt,
dieses große Abenteuer für mich und auch für euch, die dabei waren, festzuhalten. Und es ist wirklich gut vorangegangen. Also ich will nicht lügen, es war sehr viel Arbeit und es ist auch immer noch sehr viel Arbeit, denn die ganze Reise ist ja, was das betrifft, noch nicht vorbei. Aber ich kann jetzt schon mal das Cover mit euch teilen. Hier ist es und ich bin so gespannt, was ihr dazu sagt. Ja, und ich kann auch schon mal so viel sagen, dass das Buch hoffentlich im September, also auf jeden Fall noch bevor die nächste Weltreise losgeht, dann auch erhältlich ist, sowohl auf meiner eigenen Website als auch auf Amazon. Wie gesagt, es ist noch sehr viel Arbeit und gerade auch neben der normalen Arbeit, weil ich bin ja auch immer noch fest angestellt, das alles auf die Beine zu stellen, ist wirklich ein bisschen verrückt. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es vielleicht auch nicht gemacht, aber jetzt höre ich natürlich nicht mehr auf und ich freue mich wirklich riesig, dieses Abenteuer auf diese Weise auch nochmal mit euch teilen zu können. Denn dort ist natürlich alles auch nochmal ein bisschen anders aus einer anderen Perspektive beschrieben, als es jetzt in den Videos möglich war. Und da bin ich sehr gespannt dann wirklich, ob ihr Lust habt, quasi die Reise nochmal mit mir durchzuleben und auch was ihr dann dazu sagt. Also da bin ich sehr, sehr gespannt und halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Sobald es News gibt, werdet ihr das auf jeden Fall hier erfahren. Und natürlich wird es auch in der Zwischenzeit dann hier ganz langsam weitergehen, denn wenn ich jetzt dann irgendwann das Reisetagebuch als Projekt abgeschlossen habe, habe ich natürlich auch wieder mehr Zeit, mich den Videos zu widmen. Da gibt es auch noch ganz viel, was ich gerne besprechen möchte. Also ich würde ganz gerne auch nochmal so ein bisschen unsere Top-Ausflüge machen oder auch Flop-Ausflüge, denn es gibt auch wirklich Sachen, wo ich jetzt im Nachhinein sagen würde, das würde ich so nicht nochmal machen. Dann gibt es natürlich auch noch ganz viel zu sagen zu den Sachen, die wir mitgenommen haben, also welche Tools waren hilfreich, was hätten wir uns im Nachhinein vielleicht gewünscht, was hat uns gefehlt. Da habe ich auch ganz, ganz viele Fragen von euch auf Instagram bekommen. Also wenn euch da noch irgendwas interessiert, teilt es auch gerne mal hier noch in den Kommentaren. Deswegen die Reise ist, was das betrifft, ja noch nicht vorbei. Also es gibt auch ganz viel zu besprechen. Und es sind auch noch ein paar Projekte so im Hintergrund am Laufen, wo ich jetzt noch nicht so viel zu sagen kann. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend und ich würde sagen, ich freue mich, wenn ihr dann auch weiterhin dabei seid. Ich hätte wirklich nie gedacht, dass mir das alles hier so viel Spaß machen würde, aber so ist es. Und ich freue mich auch wirklich weiterhin, in den Austausch mit euch treten zu können. Deswegen folgt mir auch gerne auf Instagram, da bin ich auch immer ganz fleißig dabei, die Antworten auf eure Fragen zu schicken, jeden Tag. Deswegen folgt mir da auch ganz gerne. Abonniert auch gerne den Kanal, denn es geht ja jetzt hier auch dann wieder regelmäßiger hoffentlich weiter. Und bis dahin bleibt mir dann wieder nur zu sagen, Servus und Ahoi. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal, eure Noelle.